Also abwaschen tue ich irgendwie lieber, wie zum Beispiel putzen irgendwie, was. Wäsche wegräumen und sowas, das ist alles nicht so meins, finde ich. Macht mir irgendwie nicht so Spaß, aber zum Beispiel mit Aufwaschen komme ich ganz gut klar. Oder mit Staubwischen. Oder wenn es an Technik geht natürlich, PC und sowas sauber machen, sauber halten. Der muss ja auch ab und zu mal aufgemacht werden und sollte dann gereinigt werden. Ach so, jetzt müssen wir ja den nächsten Eimer entsorgen und aufpassen, dass wir nicht über unsere eigenen Füße stolpern und den umschmeißen. So, du kommst mal schön raus. Dann nehmen wir wieder den Bibar-Besen. Und dann putzen wir hier vorne mal die ganzen Fußtapsen weg. Also das ist ja richtig schlimm hier. Haben wir die alle gemacht? Ja. Sieht so aus. Ganz so schlimm war es am Anfang noch nicht. Aber hier selbst an der Wand, das ist ja ekelhaft. An den Türen überall. Alles dreckert. So, und weil wir immer noch beim Thema Weihnachten sind, ich wollte euch auch noch fragen, was gab es denn bei euch zum Weihnachten an Essbarem? Was habt ihr so gegessen Weihnachten? Also wir haben da ganz einfach gegessen, bisschen, na wie nennt man es, Nudelsalat mit Wienerle. Viele essen ja auch jetzt sowas wie Pute oder Gans an Weihnachten. Haben wir auch schon mal gemacht, aber dieses Mal gab es einfach Wienerle. Silvester gab es dann Raclette. Das ist auch ein schönes Gemeinschaftsessen, finde ich. Diesmal hatten wir aber da schon ein bisschen das Fleisch, insbesondere hatten wir schon diesmal vorgebraten, weil das uns wirklich eine sehr, sehr langwierige Geschichte ist, Raclette. Weil, wie gesagt, Gemeinschaftsessen und so, das soll ja ein bisschen lange dauern, dass man sich unterhalten kann. Nebenbei tut man ein bisschen auf dem Tisch sein Zeug da grillen und brutzeln. So geht denn die Blutspur? Ah doch, jetzt ging sie weg. Ich wollte gerade sagen, die eine Blutspur ging da nicht so richtig gerade weg, die wollte nicht so ganz. Und schön, dass man hier einfach alles, ja, verbrennen kann. Ich weiß nicht, könnte ja auch sein, dass das in ein Biohazard reinkommt, aber ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich tue es einfach ins Feuer rein. Weil da verschwinden die Sachen zumindest. So, jetzt ist die Maschine auch wieder sauber. Und unsere Füße sind auch noch sauber, hoffe ich doch mal. Ach, wir sind hier ein schöner, sauber Mann. So, haben wir hier noch irgendwie Blutspritzerchen oder sowas? Das ist alles Munition. Die Treppe müssen wir auch mal putzen. Meine Fresse. Wie kann man nur so eine Unordnung hier veranstalten? Und vor allem, wo kriegt der Weihnachtsmann jetzt neue Wichtel her? Ist das Jobangebot der Wichtel so groß, dass so viele Bewerbungen reinkommen bei dir, Weihnachtsmann? Ich weiß es nicht. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier unten. Ach, jetzt ist er schon wieder dreckig. Das gibt's doch nicht. Lalalala. Verbrenne. Und noch ein neuer Eimer. Ja, so ein Spiel finde ich irgendwie lustig zwischendurch. Zapf, hopf. Ach, das Wasser nicht richtig getroffen gehabt. Kein Wunder. Ach du Heiliger, da liegen schon wieder tote Körperteile. Ja, man hätte einfach auch nur sagen können Körperteile, weil Körperteile, wenn sie da rumliegen, na gut, die müssen ja nicht tot sein. Wenn ich zum Beispiel penne, liegen meine Körperteile auch rum. Und sind ja nicht gleich tot. So. Oder der Elf auch gleich noch mit. Was, hab ich schon wieder? Nee. Komisch, wieso war da gerade ein Fußabdruck? Wo kommt denn der her? Verstehe ich nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir den nicht überall rumschleudern, weil das macht Blut. So, ach guck, da haben wir es schon wieder. Da haben wir es schon wieder. Das ist das, was ich meinte. Kaum hast du mal ein Elf bisschen berührt, schon liegt die Blutlache wieder da. So, hier sieht es aber soweit ganz okay aus. Was ist denn hier oben eigentlich, Weihnachtsmann? Ach du Heiliger. Ach du Heiliger, das ist sogar noch ein Messer. Okay, das legen wir mal hin. Der wurde... Ja, ich glaube, hier brauche ich einen Behälter, weil sonst schleppe ich ewig viel Blut wieder mit mir rum. Wenn ich die ganzen Teile einzeln wegschleppe, das sehe ich schon kommen. So, den Behälter, den stellen wir mal.
Können wir den schön hier hinstellen, auf die Kante so. So, ich hoffe mal, der bleibt da liegen. Das Messer, na gut, das Messer lassen wir jetzt mal. Na, kommst du her? Jawohl. So, Körperteile rein, alle einzeln, nach Möglichkeit. Na. Ey. So, noch ein Ärmchen, noch ein Beinchen mit einer Bommel. Und ein Köpfchen kann auch nicht schaden. Ein Köpfchen kann nicht schaden. Ich glaube, wenn ich jetzt hier durchlaufe. Naja. Jetzt habe ich schon wieder die Brühe dran. Jetzt nicht mehr, jetzt habe ich es abgetrampelt. Was haben wir denn hier oben? Ach, Herr Jemine, Herr Jemine. Ich glaube, ich sollte mir die Füße erst dann abtrampeln. Nachdem ich die Wichtel hier erstmal in ihren Behälter reingepackt habe. Flup. Na komm, stauch dich ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen Platz für die anderen Wichtel. Die wollen ja auch da rein. Nein, da liegt wieder bloß ein Unterteil rum. Das ist ja sehr schmackhaft hier. Bob. So, was haben wir da? Wo liegt der Oberkörper? Da. Da liegt der Oberkörper, Gott sei Dank. Mit Armen heißt, die Arme müssen wir nicht einzeln suchen. Boff. So, was haben wir jetzt hier oben noch? Ist das ein Wichtelkopf? Nee, das ist Deko. Hier oben liegt jetzt nichts, keine Körperteile mehr, oder? Doch, da liegt auch noch einer. Ach, den hätte man fast übersehen. Boah, noch ans Geländer geschmiert. So, kann ich mich hier ein bisschen abtrampeln vielleicht? Ich glaube, ich gehe erstmal hier hin. Wohl wissentlich, dass ich Dreck mache. Was machen denn die da? Ach, Wichtel. Boah, ich hoffe, die fliegen jetzt hier nicht alle mir raus. Das wäre sehr ärgerlich. Haha, der behält das einfach nur voll hier. Damn it. So, da kokeln sie alle. Was ist jetzt hier? Okay, ich bin sauber. Ach was, wie kann das sein? Dass ich hier so sauber bin. Habe ich gezaubert gerade? Bin ich hier geflogen? Hier waren meine Schuhe doch noch dreckig. Aber egal, so sei es drum. Ach, jetzt macht schon wieder mehr Dreck. So, reingetunkt. Dann machen wir mal schön die Wand hier auch sauber. Damit hier nichts mehr nach Mord aussieht. Wird das Messer eigentlich sauber? Ja, ne? Scheint sauber zu sein. Oh, ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, rennen wir mal wieder hoch. Die Treppe. Und die nächsten Blutspuren beseitigt. Wollen ja alle Beweise vernichten nach Möglichkeit. Wow, da ist was runtergefallen. So, Ach, da liegen auch noch Körperteile drin. Das ist doch nicht zu fassen. So. Ich glaube einmal. Nee, kein Mal geht der Eimer mehr. Der geht kein Mal. Warum muss der Weihnachtsmann auch noch Elfen da drin verstecken? Ach. Ach ja, ist das wieder dreckig. Das gibt's doch nicht. Ja, aber auf jeden Fall. Ihr seht, man kann hier viel Mist mitmachen mit dem Spiel. Kann man sich auch zwei Eimer holen? Vielleicht eine ganze Eimerkolonne. Das wäre doch mal praktisch. Da muss man nämlich nicht so, sich so viele rausholen. So, jetzt haben wir drei Eimer stehen und jetzt können wir mächtig den Besen schwingen. Als erstes wird die Maschine wieder sauber gemacht, dann... Ach, das war doch ein Elf. Na gut. Na gut, das lassen wir mal durchgehen. So, haben wir die Blutfußspuren, da auch. Da auch noch welche. Ist ja wieder ganz schön viel übrig geblieben. So, ich glaube, jetzt ist er schon wieder voll geschmoddert. Da müssen wir erstmal in den Eimer tunken. So, nein damit und aufgeräumt, die Scheiße. Boah, ist aber auch wieder eine ganz schöne Lache hier. Na klar, da ist der Besen schnell voll. Da dürfen wir gleich wieder runter. Der Mob ist voll, Entschuldigung.
Nicht der Besen, der Mob! Der Mob! Ey, merkt ihr, ich werde hier verrückt. Ich glaube, wer in diesem Haus putzen muss, normal, dass derjenige verrückt wird. So, vor allem auch hier. Ach, es ist doch überall nur Blut, Blut, Blut. Ich bin gespannt, ob sie bei diesem Spiel Credits gibt oder ob sie irgendwie ein Ende gibt. Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass ich das hier alles hier spielen soll. Ich meine, euch wird es bestimmt irgendwann langweilig werden, wenn ich hier vor mich rumlabere und wir tun hier das Haus vom Weihnachtsmann putzen. Ja, klasse. Hätte ich vielleicht auch ein bisschen früher machen sollen. So direkt Weihnachten rum, nach Weihnachten. Aber da kannte ich das Spiel noch nicht. So. Wurde mir, wie gesagt, geschenkt, nicht wahr? Und erst dann kann man es kennenlernen. Oder wenn man es halt vorher schon mal gesehen hat. Was sind eigentlich so Spiele der Zeit, die euch interessieren? Also, bei mir sind es ja logischerweise die ganzen Let's Play-Projekte, die mich interessieren. Aber ich bin auch schon gespannt auf kommende Titel. Es soll ja zum Beispiel auch bald soweit sein mit, jetzt müssen wir erstmal die Paletten wegräumen. Ach, du Heimatland. Es soll ja auch bald... Was ist das denn? Ist das ein leuchtender Elf? Nee. Es soll ja auch bald soweit sein mit Drive Club für PS4. Das wird auf jeden Fall auch ein Spiel werden, welches ich mir zulege. Oder was werde ich mir noch zulegen? Auf jeden Fall ist auch Watch Dogs ein Projekt, was mich sehr interessiert. Ich denke mal, das wird auch viele von euch interessieren. Watch Dogs ist ziemlich bekannt. Und da freuen sich schon ziemlich viele drauf. Da habe ich doch Blutspuren verursacht, das war mir klar. Ach! Voll das Chaos. Ach nee, ich brauche hier einen Behälter, Leute. So geht das nicht. Jawohl, endlich kommt auch ein Behälter raus und nicht wieder irgendwelche Körperteile. So, oh, sorry. Sorry. Jetzt nehmen wir die ganzen einzelnen Teile wieder und kloppen die hier in den Biohazard-Container rein. So, ein Beinchen. Was haben wir da drin? Ah, das hat ein bisschen geleuchtet gehabt, aber es war wahrscheinlich nur durch den Lichtschein. Noch ein Elf. Wieso hat Santa die Elfen da drin versteckt? Die Wichteln, mein Gott. Kelle, du und deine Elfen. Hast du viele der Ringe geschaut? Ach du Gott, auch noch einen Schädel daneben geschmissen. Ja, hier oben müssen wir nochmal putzen. Wenn man solche Verstecke hier findet, ich hoffe nur, solche Verstecke gibt es nicht allzu viel. Ich hätte schon mal gern irgendwann sauber hier oben. So. Nicht, dass er da noch in dem Ding was versteckt hat. Scheint mir aber nicht so, oder? Nein! Wieso nimmst du die Körper raus? Meine Güte. Nimm den Container. Jawohl, den Container. Jetzt flatschen und spritzen die wir da. Ach du Heiliger, ach du Heiliger. Schnell weg mit dem Mist. Hauptsache entsorgen hier. Das sieht ja wieder aus. So, jetzt nehme ich mal den Eimer zumindest ein wenig mit. Ja, toll, habe ich ja, hat es ja weit geschafft, der Eimer. So, ja, jetzt müssen wir jetzt alles wieder sauber machen. Die ganze Treppe ist wieder verunstaltet. So, na nun, da waren ja auch Blutfußspuren. Wo kamen die her? Ich mache aber keine, oder? Nee. Komisch, habe ich wieder welche gemacht. Ah, der Eimer wird nicht reichen. Für das ganze Blut hier oben. So, einmal reingetunkt. Und wieder sauber gemacht. Ach, das war eine Patronenhülse. Ich dachte schon, jetzt ist wieder was dreckig. So, wieder sauber gemacht. Dann kommt jetzt die größte Lache hier. So, das sieht auch wieder sauber aus. Blitzt, blinkt, glänzt. Dann können wir runtergehen. So, wo kommt hier eigentlich der Fußabdruck wieder her? Das frage ich mich. Der darf natürlich nicht da sein. Und dann putzen wir auch gleich mal hier die Blutspur komplett weg, die vom herunterfallenden Wichtel kam. Oh.
So. Okay, bisschen was geht immer zu Bruch. Das ist normal, das wird Sandauer bestimmt nicht auffallen, nehme ich an. So, dieser Raum hier sieht schon sehr akzeptabel aus, wie ich finde. Auch da alles schön sauber, Moment. Tun wir mal diesen Bluteimer schon weg. Der bringt uns sowieso nichts mehr. Eieiei. Der hat wieder gespritzt, der ist auch schon halb dreckig. Werde ich gleich mal erneuern. Schwupp, die Soße weggespritzt da. So, gucken wir mal in die anderen Räume hier rein. Was haben wir denn hier? Ach du Heiliger. Ach du Heiliger, da waren auch sehr viele Messer gerade wieder. Was haben wir denn noch hier? Was ist das? Hä? Ach,